Hey, hier ist wieder euer Todkehlchen. Willkommen bei einem weiteren Titanfall-Video auf meinem Kanal. Ich habe heute in meinem kleinen Köfferchen die SMG, die erste von beiden, die man freispielen kann, und habe auf der noch kein Scope drauf, sondern benutze die mit Kimmekorn. Finde ich auch ganz gut so. Und habe noch die Schussfrequenz ein bisschen erhöht. Da ist die Kadenz logischerweise dann höher. Und die Genauigkeit ein bisschen niedriger. Stört mich aber jetzt nicht, weil das Ding im Nahkampf einfach alles wegrasiert. Ist unglaublich, werdet ihr aber gleich sehen. Funktioniert fantastisch. Auf weitere Entfernungen trifft man mit dem Ding eigentlich so gut wie überhaupt nichts. Habe ich zwar auch hier im Gameplay 2-3 Mal probiert, aber so wirklich funktioniert hat es nicht. Ansonsten habe ich bei meinem Titan dabei die Kettenkanone. Auch die mit erhöhter Kadenz. Das einzige Problem an dem Loadout ist, dass es prima gegen Titans, weil die, je länger man das Feuern gedrückt hält, immer schneller wird. Aber sie fängt halt relativ langsam an mit dem Schießen. Das heißt, man hat ein Problem gegen Fußsoldaten, die schnell genug down zu kriegen. Also latscht man im Normalfall einfach drüber oder haut sie kaputt. Man dafür sitzt man ja im fucking Titan, oder? So, ansonsten ist euch bestimmt aufgefallen, ich spiele diesmal nicht Materialschlacht, sondern ich spiele Hardpoint. Hardpoint ist ungefähr das gleiche wie Eroberung oder Domination in Battlefield. Als Granate habe ich dabei meine Elektroschockgranaten, die werdet ihr auch gleich nochmal im Einsatz sehen. Das sind für mich die besten. Es gibt zwar die Frag Grenades, die machen auch eine Menge Spaß, aber da habe ich halt nichts von, außer ich töte den Piloten wirklich One-Hit. Wenn ich den Piloten aber mit der Elektrogranate nur so ein bisschen treffe, dann kriegt er trotzdem so einen Blurry Screen. Das heißt, er kann mich auf gar keinen Fall mehr sehen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit, in dem Zustand dann zu kämpfen. Das heißt, man hat grundsätzlich schon verloren. Wie ihr gerade gesehen habt, habe ich mir auch gleich wieder eine Burn Card eingepackt. Die benutze ich in dem Fall jetzt momentan nicht unbedingt, weil ich sie brauche in der Situation, sondern weil ich sie einfach loswerden muss. In diesem Spiel wird man mit Burncards beworfen. Man hat einfach keine Chance, da wirklich mit denen ordentlich zu haushalten, weil man einfach viel zu viele bekommt. Das ist wie die Herausforderung, das spammt eigentlich schon. Und man hat nur eine gewisse Anzahl an Slots, also an Burncards, die man tragen kann. Und wenn die natürlich voll sind, bekommt man keine. Hier seht ihr übrigens gleich mal einen Einsatz der Elektrogranate. Also die ist nicht weniger tödlich als die Frag. Zack, Pilot weg. So, ja. Wie gesagt, nochmal zu den Burncards zurück. Ich werde zu den Burncards grundsätzlich nochmal ein eigenes Video machen. Da gibt es dann die verschiedenen Typen der Burncards. Was sind die? Warum benutzt man die? Welche machen in welcher Situation Sinn? Da kommt auf jeden Fall nochmal eins. So, nur schon mal zu Anfang an. So, hier seht ihr jetzt den Titan zusammen mit der Kettenkanone. Da werdet ihr sehen, ich werde bestimmt auch mal auf ein paar Fußvolk-Soldaten da schießen. Da seht ihr dann, dass das nicht unbedingt die beste Variante ist. Ja. Was ich noch erzählen wollte. Es gibt von den Titans, gibt es ja drei verschiedene. Den ersten hat man immer, das ist der Atlas. Der hat als Fähigkeit, dass man ab einer gewissen Anzahl von Punkten, glaube ich, oder ich weiß nicht, ob es auf Dauer oder auf Punkte ist, bekommt er einen Schadensbonus. Der baut sich dann auf und hat man deutlich höheren Damage-Output. Dann beim zweiten bekommt man mehr Geschwindigkeit, der kann man endlich auf dashen. Und den dritten sehen wir hier gerade vor uns, den bekommt man, während die, ich sag mal in Anführungsstrichen, Kampagne durchgespielt hat. Das sind insgesamt theoretisch 18 Deathmatches oder Hardpoint-Matches, jetzt großartig anstrengend ist es nicht. Man spielt auch nicht gegen irgendwelche besonderen Computergegner, sondern man spielt nur gegen normale Mitspieler. Also das ist wurscht, ob man jetzt hier normales Multiplayer spielt oder Kampagne, das kommt aufs Gleiche bei raus, außer dass ein paar Sekunden mehr Video dabei sind. Ja, nochmal zurück zum letzten Titan. Der letzte Titan bekommt dann so einen Schildboost, das heißt, er überlebt einfach länger. Für mich jetzt nicht irgendwie sinnvoll nutzbar, weil ich benutze meinen Titan sowieso sehr aggressiv, beziehungsweise benutze ihn dann auch, wenn er gedoomt ist, um mit der Nuke dann die Gegner erst recht nochmal zu erledigen. Ich habe jetzt hier mein Schadenssystem online gebracht. Ihr seht, wie viel da in den Gegner reingeht und wie schnell ich den doomen konnte. Und es macht mir einfach so zu spielen am meisten Spaß. Also ich werde natürlich die anderen Titans auch noch freischalten, aber ob ich die wirklich benutzen werde, kann ich dann noch nicht sagen. Du siehst, nach kurzer Zeit ist ja eigentlich die halbe Map voller Titans und ich finde es immer noch spaßig. Also egal wie viele Titans auf der Map sind, mir macht es immer noch Spaß.
es gibt Leute, die sagen, ja, aber dann nur noch Titans, alles mal als Pilot ja verloren. Finde ich jetzt zum Beispiel nicht. Als Pilot hat man immer auch die Möglichkeit, sich auf Dächer zu verziehen, von oben mit den Anti-Titan-Waffen zu kämpfen. Dafür sind die Dinger da. Die Titans können nur dashen, die können weder springen, noch können sie fliegen. Das heißt, man ist auf dem Dach relativ sicher, solange man sich jetzt nicht unglaublich blöd anstellt. So, da bin ich jetzt natürlich im Kampf mit drei Titans und gehe auch direkt drauf los und lasse mich theoretisch schon doomen, weil ich auf meine Nuke hinaus will und erwische natürlich auch gleich noch welche. So muss das eigentlich laufen. So, jetzt habe ich die Sidewinder als Anti-Titan-Waffe. Das ist sozusagen ein Mini-Raketenwerfer mit relativ hoher Kadenz. Ich habe im letzten Video ja den Mag-Werfer benutzt. Der macht mir persönlich auch mehr Spaß, weil das Ding hier, das macht einfach zu wenig Schaden. Man bekommt da zu wenig raus und spätestens, wenn man ein paar Mal geschossen hat, weiß der Titan, wo man sitzt und dann hat man eigentlich schon verloren. Besonders, wenn man wie ich hier auf dem Boden rumrennt, statt sich auf irgendein Dach zu verkrümmeln. So, ihr seht ja, ich benutze eine andere Waffe, wie in den anderen Videos, beziehungsweise in dem anderen Video, was ich ja jetzt erst online habe. Es werden noch Unmengen folgen, glaubt mir. Ich werde grundsätzlich zu jeder Primärwaffe ein Video machen. Also ich werde zu jeder Waffe sagen, wie ich das Loadout für die Waffe am besten finde, warum ich es am besten finde. Werde auch bestimmt nochmal was zum Karabiner ein bisschen ausführlicher machen, beziehungsweise hier zu den SMGs. Und ich freue mich schon unglaublich auf das LMG. Das soll ultra krass sein. Ich bin mal gespannt. Ansonsten gibt es eigentlich nicht wirklich viel zu erzählen, außer dass mir das Spiel unheimlich viel Spaß macht. Ich habe ab und zu halt wirklich mal Bock, nicht nachdenken zu müssen, sondern einfach, ich kann hier drauf losrennen, ich muss nicht auf Teamplay achten und kann einfach rumbratzen, gerade so mit der Knarre, die ich hier habe. Und manchmal bin ich auch einfach zu blind. So wie da. Der hatte die Cloak am Anfang, also die Unsichtbarkeit, und hat mich dann natürlich umgeschossen, weil ich es nicht mehr rechtzeitig geschafft habe, auf ihn zu aimen, beziehungsweise weil ich es einfach nicht hingekriegt habe. So. Wundertastisch. So, man sieht jetzt, wir haben zwei Punkte verloren, da muss ich mich natürlich auf den Weg hin machen, aber ich hatte ja hier schon meinen Titan gedroppt, der hier übrigens im Automodus ist. Da gibt es einen Unterschied zwischen den normalen Titans, also die Titans, in denen ein Spieler sitzt, und den Auto-Titans. Die Auto-Titans werden einem auch als solche angezeigt, das steht drunter. Die Auto-Titans sind grundsätzlich nicht so gefährlich wie die Titans, in denen ein Pilot sitzt, weil die natürlich kontrolliert werden. Es gibt zwar ein Upgrade für die Titans, in denen man wirklich dem Titan noch mehr Power geben kann, also indem er genauer schießt, aber grundsätzlich ist so ein Auto-Titan, naja, ich sag jetzt mal mehr oder weniger effektiv. Ich habe jetzt bis jetzt noch keinen Kampf gegen einen Auto-Titan verloren, aber es gibt bestimmt immer das erste Mal. Der Auto-Titan hat zwei Modi, in denen man ihn benutzen kann, entweder folgen oder bewachen, sozusagen. Im Folgenmodus läuft er dem Piloten logischerweise hinterher und killt halt weg, was einem so vor die Flinte kommt. Und im Bewachenmodus kann man ihn zum Beispiel hier in Hardpoint einfach an irgendeinen Punkt stellen, kann ihn da stehen lassen und er bewacht dann sozusagen den Punkt, den er eingenommen hat. Ob das jetzt Sinn macht, den hier irgendwo stehen zu lassen, am besten noch an einem Punkt, wo man vielleicht nur als Pilot hinkommt, weil ja auch nicht immer beide, alle drei Punkte zugänglich sind für Titans. Und, naja, ich brauch's persönlich nicht. Übrigens finde ich es unglaublich gemein, eigentlich diese Raketensalve einzusetzen gegen Piloten, beziehungsweise den Nuke, wie man auch hier sieht, gegen Piloten einzusetzen. Aber es funktioniert und die fallen maßlos um, also es geht nicht besser. Ich habe noch nie so viel Spaß mit meinem Titan gehabt, wie wenn ich den auf Nuke und Autoausstieg hatte und bin auf Pilotenjagd gegangen. Besser geht's für mich nicht. Ich habe sonst da relativ wenig Spaß dran, weil ich die Titans sonst schon fast zu schwach finde. Die sind einfach viel zu leicht mit den richtigen Anti-Titan-Waffen kaputt zu kriegen. Und wenn man dann vielleicht da ein bisschen im Team arbeitet, wenn man das denn möchte, dann kriegt man die auch ohne Probleme kaputt. Ich spiele deswegen lieber einen aggressiven Titan, also jemand, der jetzt nicht bewacht, sondern der zerstört, der drauf rennt. Dafür ist das Spiel da, finde ich. Mir macht es Spaß, hier wie ein Geistgestörter über die Map zu rennen und alles abzuschlachten, was mir irgendwie vor die Flinte kommt. Naja, es gibt natürlich auch welche, die sitzen lieber auf dem Dach und snipen dann. Das bringt denen zwar eine Menge Punkte und vielleicht haben die da auch Spaß dran, aber wenn ich snipern will, dann spiele ich Sniper-Elite. Oder ich spiele Battlefield.
aber dann spiele ich nicht Titanfall und lasse dieses super geile Movement einfach links liegen. Aber jeder wie er mag, ich warte nur auf die ersten Quickscope-Videos, die bestimmt irgendwann kommen. Wie ihr seht, ganz kurz, wir haben das Spiel ja jetzt auch schon gewonnen. Ich schlachte jetzt hier noch ein paar Spieler, die übrig sind. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu erzählen. Ich freue mich aufs nächste Gameplay und hoffe natürlich, ihr seid wieder dabei. Es wird Unmengen Content noch kommen von Titanfall. Ich würde auch super gerne mal mit euch zusammenspielen und eure Meinung über das Spiel wissen. Was haltet ihr von dem Spiel? Werdet ihr es euch holen? Beziehungsweise auf was für einer Konsole spielt ihr? Gibt es für euch gravierende Unterschiede zwischen den Plattformen, auf denen man spielt? Ich muss sagen, für mich zählt Grafik ja nicht so. Ich habe das im letzten Gameplay auch schon gesagt, Grafik ist jetzt nichts, worauf ich besonderen Wert lege. Wenn ein Spiel gut ist, dann ist das Spiel gut und dann kann da auch beschissene Grafik nichts daran ändern. Und ein beschissenes Spiel wird auch nicht durch geile Grafik geil. So ist es nun mal. So, das Gameplay ist jetzt hier fast zu Ende. Ich bin auch noch Lobbybester geworden, darauf bin ich natürlich super stolz und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Lasst mir ein Abo da, euer Todkehlchen.